Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, la séance est reprise. Meine Damen und Herren, die Sitzung ist geöffnet. Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verteilt. Gibt es Bemerkungen dazu? Ich sehe keine Wortmeldung. Das heißt, das Protokoll ist damit angenommen. L'ordre du jour. Auf der Tagesordnung steht der Bericht von Alexander Nuno Alvaro Vorrat zur Speicherung von Daten bei der Bereitstellung öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienste. Ich erteile Kommissar Frattini im Namen der Kommission gleich das Wort. Bitte schön. Grazie, signor Presidente, onorevoli. Danke sehr, Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete. Die Zusage zur Vorlage eines Richtlinienentwurfs, den die Kommission dann vor erst 3 Monaten eingehalten hat, ist Ergebnis der ernsten, professionellen, intensiven Arbeiten, die wir gemeinsam in allen 3 Institutionen der EU vorgenommen haben. Und ist auch Ergebnis der Entschlossenheit, die wir gemeinsam an den Tag gelegt haben, im Willen, gemeinsam gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität vorzugehen. Wenn dieses Parlament, wie ich es mir sehr wünsche, sich für den Kompromiss, den wir erzielt haben, aussprechen wird, dann werden die 25 Mitgliedstaaten eine gemeinsame Gesetzgebung im Bereich Datenspeicherung für Telekommunikationsverkehr haben. Und dadurch wird der Kampf der Richter und Polizeikräfte und Gerichte gegen Terrorismus zum Wohle der europäischen Bürger verstärkt werden. Das ist an sich schon ein wichtiges Ergebnis und stellt einen ersten, aber doch fundamental wichtigen Schritt hin zu einer schrittweisen Harmonisierung der nationalen Gesetzgebung dar. Darüber hinaus sollte eine Einigung zustande kommen, das Augenmerk auf die Notwendigkeit und Möglichkeit gerichtet werden, Themen, die für die europäischen Bürger von grundsätzlicher Bedeutung sind, im Rahmen der Gemeinschaft anzupacken, also nicht mehr auf Regierungsebene. Dadurch entsteht die Möglichkeit, ja sogar das Recht auf volle Beteiligung nicht nur von Kommission und Rat, sondern auch des Europäischen Parlaments, und zwar auf Augenhöhe. Und ich muss hier ganz öffentlich sagen, dass ich dank des persönlichen Einsatzes und der mutigen Entschlossenheit von Minister Clark im Rat eine Einigung zur Änderung der Rechtsgrundlage erzielt habe, und zwar auf die jetzige Rechtsgrundlage des Richtlinienentwurfs. Noch vor einigen Monaten erst erschien das durchaus nicht leicht möglich zu sein. Das Ergebnis also dieser Kompromiss kann meiner Ansicht nach die Bilanz verbessern, die man ziehen muss zwischen dem Sicherheitsbedarf und der Wahrung der Freiheit. Und das war ja nun Hauptziel der Kommission und auch von mir persönlich. Dieser Kompromiss entspricht einigen wichtigen Forderungen, die nicht nur der Rat vorgetragen hat, sondern vor allem auch dieses Parlament. Wir haben eine intensive Debatte hierüber geführt in den letzten Monaten und haben einen grundsätzlichen Bedarf hier festgehalten. Der Schutz personenbezogener Daten und die Anwendung von Sanktionen auf illegale Nutzung der so gespeicherten Daten und die Beschränkung der Anwendung dieser Richtlinie auf schwere Straftaten. Und ich bestätige insofern heute in diesem Hohen Hause noch einmal, was ich im Rat bereits gesagt habe, nämlich wie wichtig das Prinzip der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit sind und dass diese immer eingehalten werden müssen in der Anwendung von Artikel 15. Und von diesem Artikel war ja nun sehr viel die Rede. Es handelt sich um Artikel 15 der Richtlinie 2002. Dies sind wichtige Ergebnisse, die auf den Schutz der Grundrechte der Bürger abzielen. Und sie entsprechen damit den allgemeinen Prinzipien des rechtlichen Handelns der Gemeinschaft. Herr Präsident, ich darf an dieser Stelle eine abschließende Anmerkung anfügen. Und ich darf mich hier auch dankend äußern
für die Arbeit dieses Parlaments unter schwierigen Rahmenbedingungen und sehr stark beschränktem Zeitrahmen im Vergleich zum üblichen parlamentarischen Verfahren. Auch das muss anerkannt werden. Das Thema ist außerordentlich komplex, rechtlich gesehen, technisch gesehen und wirtschaftlich gesehen. Und bei manchen speziellen Punkten haben sich die ursprünglichen Gesichtspunkte von außen gesehen und auch inhaltlich gesehen sehr weit voneinander fern gesehen. Und insofern kann ich auch persönlich meinen Dank und meine Wertschätzung für die Arbeit des Innenausschusses aussprechen, an dem ich selbst mehrfach teilgenommen habe. Dies gilt natürlich auch für dessen Vorsitzenden Cavada und für den Berichterstatter Alvaro. Herr Präsident, die Kommission begrüßt also den so erzielten Kompromiss und empfiehlt die Annahme dieses Kompromisses durch das Europäische Parlament, insbesondere die Änderungsanträge 51 bis 92, die die Unterschrift der Abgeordneten Ruhr und Kreisel-Dörfner von der PES und der Abgeordneten Klamt und Reul für die EVP tragen. Ich glaube, dieser Konsens kann tatsächlich über die Änderungsanträge hinausführen. Sie werden von den zwei großen Fraktionen des Parlaments getragen. Und damit wird ein noch größerer Konsens in diesem Parlament möglich. Das würde unseren Bürgern belegen, wie umfassend diese große Institution und alle drei Organe der Gemeinschaft in der Lage sind, zusammenzuarbeiten und eine konkrete Antwort auf die Forderungen unserer Mitbürger zu geben. Danke sehr. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich glaube, der Applaus zeigt Ihnen, wie dankbar auch das Parlament ist. Wir werden jetzt den Rat hören. Herr Minister Clark, bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, zunächst einmal möchte ich mich dem Gefühl anschließen, was mein Freund Kommissar Frattini zum Ausdruck gebracht hat und so wie er uns das heute dargestellt hat. Ich denke, es gab wirklich eine sehr wichtige, sehr konstruktive Zusammenarbeit zwischen Rat und Kommission und zwischen Rat und Parlament. Und insbesondere möchte ich mich bei Herrn Cavada bedanken und beim Liebeausschuss und bei allen Ausschussmitgliedern, auch bei Herrn Alvaro und bei den Fraktionsvorsitzenden. Wir haben hervorragend zusammengearbeitet. Die britische Präsidentschaft neigt sich dem Ende zu und ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, mich auch an dieser Aussprache zu beteiligen. Es war eines der wichtigsten Punkte auf unserer Tagesordnung und ich hoffe, dass wir uns darauf einigen können, dass diese Vorschläge eine gute Chance für alle drei